So, der morgige Tag ist angebrochen. Wir sind immer noch beim alten Miezekatzen-Meucheln. Und gestern hatte ich es von Büchern, heute möchte ich es mal ein bisschen von Musik haben. Da möchte ich mich auch bei Daniel Veit bedanken von GameTube. Ich habe hier Let's Play von Bioshock Infinite verfolgt und am Ende hat er auch diverse Musikbands, also diverse Bands und Musiker quasi erwähnt. Darunter auch Alison Krauss. Und nach der habe ich mal geguckt und muss sagen, geil, absolut meine Musik. Ja, wäre ich ohne seinen Tipp nicht drauf gekommen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gefunden und wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass mir das tatsächlich so gefällt. Habe ich erst gemerkt, als ich es wirklich angehört habe, muss sagen, boah, richtig gut. Ja, ist so Bluegrass, also eine Unterart von Country, aber jetzt nicht Country im eigentlichen Sinne. Ja. Das ist eine ganz besondere Art, so ein bisschen moderner Bluegrass. Es gibt ja auch so alten Bluegrass, aber der ist nicht so mein Fall. So 20. Jahrhundert, Mitte, Anfang, Mitte 20. Jahrhundert. Das hat bei mir dann so mehr so einen Hillbilly-Style und finde ich nicht so toll. So Square Dance-Gedöns ist nicht meins. Aber so dieser Bluegrass, den diese Alison Krauss macht, finde ich richtig gut, muss ich sagen. Richtig gut. So Banjo ist schon ein geiles Instrument. Und dazu dann mit ordentlich Geschwindigkeit dahinter. Und ja, gute Lieder einfach. Muss sagen, hab mich sehr gefreut. Ich bin auch die anderen Bluegrass-Leute mal am Gucken gewesen. Da gab es noch eine Frau, irgendwas mit Welsh. Die finde ich nicht ganz so gut. Die ist auch gut, aber nicht ganz so gut. Wie die Alison Krauss. Die ist ja zusammen mit Union Station, das ist ihre Band. Da macht sie die meisten Sachen zusammen. Und hat ja auch jetzt Aufmerksamkeit dadurch erregt, quasi, dass sie mit dem ehemaligen Leadsänger von Led Zeppelin zwei CDs aufgenommen hat. Ja. Sehr gute Stimme, aber ich muss sagen, der Leadsänger von Union Station, den finde ich fast noch besser als Alison Krauss. Ja, vom Stimmlichen her. Sagt mir mehr zu. Das ist so ein bisschen, ja, wenn er die Rotkäppchen-Verschwörung kennt, beispielsweise, da gibt es doch den Ziegenbock, der singt. Ja, wenn er so in der Lore rumfährt und singt. Das ist so die Art mit Banjo und die Geschwindigkeit, was mir gefällt. Ja, und genau so macht es auch die Band von Alison Krauss, mit Alison Krauss zusammen. Also nicht alle, es gibt auch langsame Stücke und so, aber es erinnert einfach nicht so sehr an Country. Also ich habe nichts gegen Country, ich höre auch mal gern Country und so, aber wie gesagt, dieses Square Dance Hillbilly Zeugs, das ist nicht mein Fall. Absolut nicht. Oh, und ich finde diese Gitarren so geil. Resonanzgitarre heißt das Ding, glaube ich. Oh, die sehen so toll aus. Mit diesem Silber vorne drauf und so. Aha. Da könnte ich mir allein schon eine kaufen, um sie an die Wand zu hängen, weil sie so gut aussieht. Auch wenn ich nicht darauf spielen kann. Aber richtig gut. Ja, was heißt, ich mag so schon so Instrumente, die schon so ein bisschen vergessen wurden, ja. Ich meine, wer beachtet beispielsweise den Kontrabass großartig, ja? Steht immer hinten beim Musizieren und ja. Aber Kontrabass geht ja noch. Ja? Aber das Banjo beispielsweise. Oder die Dobra, das ist diese Resonanzgitarre. Ja? Oder die Mandoline. Ja? Wer kennt heute noch die Mandoline, liebe Freunde? Die Fiddle ist auch wieder etwas, also die Geige quasi ist auch wieder etwas bekannter. Und es ist halt die Kombination. Ne? Mir gefällt es, weil ich bin so eher ein Irish Folk-Typ. Ja, also es gibt beispielsweise Bands wie Pettigoes to Holyhead, die ich sehr geil finde und auch sehr gerne anhöre, weil die so Irish Folk machen. Das ist meine Musik einfach. Und da ist Bluegrass gar nicht so weit davon entfernt. Also die Art von Bluegrass, die die machen. Und deswegen gefällt es mir. So. Schon.
Schon, was gefällt mir denn noch? Musik. Ich mag auch so Mittelalter-Musik etwas, also nicht so. Ja, so Mittelalter-Rock. Weißt du, also Subway to Sally höre ich sehr gern. Die finde ich sehr geil. Vor allen Dingen, weil ich es auch mag, dass dass gute Musik auf Deutsch gemacht wird. Finde ich gut. Ja, die Zeiten von Volksmusik und Schlager sind vorbei. Hallo, Subway to Sally, hallo Herbert Grönemeyer, hallo, was weiß ich wer. Ja. Das ist in Zeiten der Amerikanisierung, ja, wo man die Filme nur noch original mit Untertitel anschaut, weil Deutsch anschauen uncool ist und ja, die Musik hauptsächlich auf Englisch anhört, finde ich es toll, wenn auch deutsche Sachen kommen, die eben zeigen, hey Leute, guckt mal her, Deutsch ist gar keine so scheiße Sprache, ja, sondern man kann auch tolle Sachen auf Deutsch machen. Ja, finde ich wichtig, finde ich gut, ja, weil. Ist nun mal unser Land, meine Güte. Na, bin jetzt nicht nationalistisch oder so eingestellt, aber ich finde es einfach wichtig, auch zu gucken, wo man herkommt. Und ich finde es schlimm, wenn man zu seinem Land irgendwie keine Beziehung hat und sagt, ja, Deutschland alles scheiße, blöd, ja. Nö. Ich meine, gut, wir haben Angela Merkel, aber irgendwo anders sterben die Leute. Ja, die haben viel schlechteres Schicksal als wir. Nee, und ich meine, ich wettere immer dagegen und sage ja, und gegen die Leute, die immer sagen, ja, uns geht es ja noch gut. Aber im Prinzip, ich meine, es könnte uns wesentlich besser gehen. Da überhaupt kein Zweifel. Aber wir haben eines der besten Gesundheitssysteme. Wir haben eine relativ solide soziale Versorgung und so weiter. Wenn ich dagegen nach Amerika schaue, ja. So soziales Netz, was ist das? Na, da muss ich sagen, also gegenüber Amerika haben wir es hier wirklich gut. Auch wenn immer mehr amerikanische Verhältnisse hier einreisen, auch was soziale Sachen angeht, und da sollten wir grundsätzlich einen Riegel davor machen. Ja, dass mit der Amerikanisierung unserer Gesellschaft wirklich Einhalt gebieten. Weil sonst werden wir irgendwann, wie in Amerika auch, also zumindest die armen Menschen, um die brennenden Tonnen rumstehen und sich da wärmen. Ja, weil dann das Gesundheitssystem und Sozialsystem und so weiter abgeschafft ist. Und das möchte ich ungern erleben. Wenn schon ein amerikanisch sprechendes Land als Vorbild nehmen, dann doch bitte Kanada. Ja? Gute Waffengesetze, gute Gesundheitsversorgung, gutes Sozialsystem, Kanada. Ja, die zeigen, wie man es macht. Wenn es schon, wie gesagt, englischsprachig sein muss. Aber die USA, oh, nein, danke. Ein Land, in dem Überraschungseier verboten sind, aber Sturmgewehre erlaubt. Naja. Und vor allen Dingen, was mich an Amerika am meisten stört, ist, dass Gewalt toleriert wird, aber Sexualität nicht. Und da kann doch meines Erachtens nach was nicht stimmen, ja, wenn es besser ist, jemanden zu verprügeln, ja, beispielsweise als schwul zu sein. Ja, tut mir leid, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. So, alte Schlingdorn-Gedönse. Und nein, ich bin nicht schwul. Aber wenn ich es wäre, wäre es auch nicht schlimm. Ganz einfach. Ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin ein Verfechter der Toleranz. Und ich finde einfach, dass man jeden Menschen nach seiner Versorgung selig werden lassen soll, solange er keinem anderen damit schadet. Und ich wüsste nicht, wie mir beispielsweise ein schwuler Mensch schaden sollte mit seiner Sexualität. Wenn er mich jetzt nicht irgendwie in eine dunkle Ecke hinter eine Tonne zerrt oder so, ja. Aber da würde auch ein Heterosexueller einer Frau schaden, wenn er das machen würde. Ja, also. Ne? Das ist kein Unterschied. So. Brauchen wir noch ein paar Tigerchen. Mein Tiger, mein Tiger. Ne, Musik. Musik ist schön. Ich liebe Musik. Ich höre auch sehr viel querbeet, muss ich sagen. Ja, also,
Ich bin jetzt nicht eine Musikrichtung komplett abmerken. Okay, doch Volksmusik. Also Volksmusik, na, ein Schlager muss auch nicht sein. Ich meine, wem es gefällt, okay, wie gesagt, Toleranz. Ja, aber ich muss es nicht haben. Ich musste es früher immer zwanghaft mit anhören, weil mein Vater total auf Volksmusik steht und jedes Sommer- und Frühlingsfest der Volksmusik immer angehuckt hat, samstags. Ach, das war immer so ärgerlich als Kind, ja. In ARD lief Volksmusik, oder nee, andersrum. ZDF lief Volksmusik und in der ARD lief Verstehen Sie Spaß, ja. Und was wurde angeguckt? Natürlich, Volksmusik, verdammt. Blöd, blöd. Da waren wir immer froh, wenn keine Volksmusik lief, wenn Verstehen Sie Spaß lief. Weil damals war Verstehen Sie Spaß noch richtig lustig, ja, mit Kurt Felix und Paola. Da war das noch lustig, aber irgendwann, weiß nicht, für mich wurde es eher zum Fremdschämen dann irgendwann so, ja, Verstehen Sie Spaß, einfach ausgenudelt. Genau wie Wetten, dass auch ausgenudelt. Ein Format zu Tode geritten. Ja, und ich bin da auch unkonventionell. Mir ist da egal, was andere da dazu sagen. Ich höre beispielsweise Aha sehr gerne. Ja, da war ich 93, war ich auf einem Konzert bei ihnen in Stuttgart, in der Schleierhalle. Ah, das war richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Ja, die höre ich immer noch gern. Oder manche Sachen von Phil Collins. Von Bryan Adams, das ein oder andere. Aber auch so One-Hit-Wonder beispielsweise, wie, ach, wie heißt das eine von dieser einen? Das eine von dieser einen. Hey, Gott im Himmel, ich habe es doch vorhin noch angehört. Ach Gott, ich komme auf den Namen nicht. This is Life oder so irgendwie, was weiß ich. Von dieser Frau, die mit der Gitarre und die live überhaupt nicht singen kann, wurde live wirklich die Ohren abfaulen, wenn du sie hörst. Ach, wie heißt sie denn? Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ja. Oder auch alternative Bands mal, wie Ebony Park beispielsweise. Auch die haben ein paar sehr schöne Lieder. Oder Meat Loaf. Sehr groß der Mann. Wirklich. Ja, Metallica. Herbert Grönemeyer, wie schon gesagt. In der Tat auch das ein oder andere Lied mal von Unheilig. Ja, auch wenn Unheilig inzwischen ja schon wieder mehr als so Modegedöns angesehen wird. Ist mir egal. Mir ist egal, ob es heißt, ja, was weiß ich, diese Band ist eine Band, die eher für Frauen gedacht ist, oder dieses Lied ist doch ein Frauenlied, oder ist, was weiß ich, Modeding oder so. Ist mir egal. Mir ist wichtig, dass mir das Lied gefällt, ja, und dass ich es gern anhöre, und alles andere ist wurscht. Warte mal, haben wir die Knochen? Ne, da brauchen wir noch drei, okay. Aber Schmetterschwänze auch. Tja. Und das ist auch das, was ich euch immer wieder sage. Macht, was euch Spaß macht. Hört die Sachen an, die euch Spaß machen. Schaut die Fernsehsachen an, die euch Spaß machen. Ja? Und wenn euch GZSZ Spaß macht, dann guckt drauf geschissen. Ich würde Brechdurchfall bekommen, wenn ich schauen würde, aber es ist egal. Es ist völlig wurscht, denn ich muss es ja nicht gucken. Wenn es euch gefällt und wenn es euch glücklich macht, dann sei euch das vergönnt. Absolut. Nicht nach anderen richten. Ja? Denn am Ende liegt er auf dem Sterbebett und dann merkt er, ihr habt euch euer Leben lang nur nach anderen gerichtet und habt eigentlich euer Leben lang nur das gemacht, was andere von euch erwartet haben und nie das, was euch wirklich Spaß gemacht hat. Und ganz ehrlich, das wäre doch sehr traurig, oder? Wenn das auf dem Sterbebett erkennen würde. Also, nutzt die Zeit, die hier bleibt. Sie ist kurz genug. Ja? Ich bin erst gestern wieder, als ich bei YouTube so unterwegs war, ein Nachrufvideo gestolpert für einen 15-jährigen Jungen, der sich 2009 ins Leben genommen hat, wegen Depressionen. Ja. Es kann so schnell vorbei sein, Leute. So schnell. Deswegen nutzt die Zeit. So. Dum, dum, dum.
Immer diese Würfel in der Brust, meine Güte. So mache ich das, wenn ich näher komme. Ach, so muss ich nicht machen, der stirbt jetzt sowieso. Ja, aber den muss ich jetzt erledigen. Der ist zu nah dran. Und der dahinter kommt dann auch wieder mit. Natürlich. Ja, aber selbstverständlich. Guter Mann. Ja, bei zwei Gegnern wird's Mana schon langsam dünn. So, ich gehe mal zum nächsten. Den muss ich jetzt nicht mehr machen. Der wird alleine von runter tickern, nehme ich mal an. Hoffe ich zumindest. Bei dieser. Ja, der stirbt gleich. Sehr gut. Wie gesagt, Mana-Haushalt hier ein bisschen im Auge behalten. Ich trinke jetzt mal keinen Mana-Trank, wenn es anders geht. Ich habe hier noch die Schattenwort Schmerztiger und die sollte eigentlich ausreichend sein. Ja, wunderbar. Ja, ganz wunderbar. Ja, ganz wunderbar, Burm. So, hätten wir die Knochen als Ketten auch abgeschlossen. Dann fehlt uns jetzt ergo noch die Schmetterschwänze hier, die beiden. Und dann haben wir einiges wieder zusammenbekommen. Ach so, die blauen. Ach ja, haha, die machen wir auch gleich. Die sind da hinten, da oben. Wenn wir schon mal hier sind. Die machen wir jetzt gleich. Ah! Bleiben Sie weg. Ich hätte euch eigentlich gern so ein Lied vorgespielt von Dingens. Von Alison Krauss. Aber dann hätte ich irgendwie wahrscheinlich Probleme mit der GEMA oder so bekommen. Also sie hätten das Video gesperrt, keine Ahnung. Man kann zwar sehr viel mit Creative Use machen. Also Fair Use, Creative Use, Fair Use. Aber da wollte ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen. Ich denke, ich werde euch das verlinken. Es gibt hier bei YouTube das ein oder andere Video von ihr. Und das kann ich dir verlinken. Euch verlinken, dir verlinken. Und dir da draußen auch. Ja, du kriegst auf die Fresse. Jetzt gib Ruhe hier. Das ist doch nicht normal. Also ich werde es jetzt verlinken hier an dieser Stelle. Werdet ihr gleich Link zu dem Video finden, das ich momentan sehr, sehr geil finde zu dem Lied. Könnt ihr euch mal anhören. So. So, und was hast du jetzt davon? Jetzt bist du gleich tot. So. Na, wärst du mal wieder abgehauen. Du könntest jetzt noch leben. Nee, da trinke ich erstmal was, den gehe ich jetzt nicht so an. Ich wollte da eigentlich den überhaupt nicht angehen. Ich wollte da hoch. Komme ich da hoch? Gleich mal schauen, wie wir hier ausgetrunken haben. Ob wir da hochkommen. Ja, sieht doch gut aus. Ja, wunderbar. Sehr schön. Genau, die brauchen wir hier. Die machen nämlich die... Ah, nicht schon wieder zwei. Ich vier die mal. Ah, das war jetzt aber verzögert. Weil die versteinern einen nämlich. Und wenn es blöd läuft, dann versteinern die einen zeitversetzt. Und man kann sich nicht befreien draus. Und die zergen einen quasi runter. Und das nicht so prall. So, der ist gleich tot. Ja, siehst du mal hier, ne? Träumt. Sinkender Kristallsplitter, genau. Ja, ich hab doch ein Ziel, du Honkman. Verzeihung. Tja. Ja, es wird wirklich mal Zeit, dass das Urheberrecht reformiert wird. Das ist einfach kein Zustand, dass man andauernd gucken muss, dass man nicht irgendwie irgendwo eine Urheberrechtsverletzung hat und einem nicht irgendjemand einen Strick draus dreht. Das ist total lächerlich langsam. Ich meine, in einer Zeit von Internet und YouTube, da kann alles irgendwo mal sein. Du darfst ja nicht mal ein Lied singen. Ne? Du darfst ja nicht mal singen. Ich dürfte euch jetzt hier nichts vorsingen. Ja? Würde die GEMA das Video sperren. Tja. Vielleicht alle meine Entchen, also allgemeingut, aber wer weiß, ob. Wahrscheinlich hat die GEMA auch auf alle meine Entchen irgendwie, ja. Das ist normalerweise. Wegen Steuern sollte man nicht flüchten ins Ausland. Irgendwann wird man wahrscheinlich wegen Freiheit ins Ausland flüchten, ja. Dass man sagt, okay, was weiß ich gehe nach Liechtenstein, damit ich meine Let's Plays so machen kann, wie ich will.
oder solche Sachen, ja. Ist traurig, aber wahr. Ja, vor allen Dingen, da ist es in Amerika einfacher, weil in Amerika dieses Fair-Use-Prinzip noch besser greift als bei uns, weil bei uns sitzt eben immer noch die GEMA mit dazwischen. Und das ist eben blöd. Ja, was auch blöd ist, ist, dass die Folge schon wieder zu Ende ist. Wir haben schon wieder 20 Minuten erreicht. Also, wir sehen uns morgen wieder, machen hier weiter. Mal schauen, mit welchem Thema.